Servus Leute. Ich und der Georg sind heute wieder am Forellenbach unterwegs, an der Aare. Wir fischen heute wieder mit Spinner und wir haben auch noch was Neues dabei. Und zwar, das wäre einmal die Fliege hier mit dem Schickkopf dran, die kann man das hier werfen. Und der Wasserstand ist ziemlich niedrig. Und daher erhoffen wir heute eigentlich das Beste und versuchen heute möglichst viele Forellen zu fangen. Gerade mal auf das Ding hier, noch nie mit dem gefischt. Ja, machen wir das Beste draus. Bis später. Später. Na Jungs, hat gerade wieder geschlagen. Es war eine schöne, schöne Fangforelle. Gute Größe, hat sehr gut gekämpft. Und so kann es weitergehen, Leute. Bis später. Ja Jungs, gerade vorne wieder hier an dem Hotspot, wo das Wasser so reinläuft, wo es die Geräusche macht. Schnellstrom direkt reingeworfen und hat gleich sich den Köder geschnappt, die kleine hier. Wunderschöne Bachforelle, hinten an der kleinen Flosse noch rote Färbung. So gefällt uns das. Hier hinten, einmal frei, super schöne Forelle. Kann so weitergehen, jetzt lassen wir sie wieder frei, die darf wieder schwimmen. Jawohl. Tschüss. Also Jungs, wir melden uns natürlich wieder, wenn was beißt. Und später erklären wir noch ein bisschen was zum Wasser. Das ist ein super schönes Wasser hier. Und wie gesagt, viel Stein im Wasser, Kiesel. Und deswegen haben wir hier super Bedingungen für die Forelle. Schauen wir mal, was noch geht. Bis später. So Leute, hat man wieder knallt. Schöne deine Bachforelle. Da haben wir sie driften lassen, haben wir hier direkt in der Strömung nur den driften lassen. Aber haben den Drill leider nicht aufnehmen können und den Biss leider auch nicht. Hoffen wir, dass da noch was kommt. Jawohl. Ja, release muss er, oder? Release muss er. Und tschüss. Tschüss. So, ja, später. So Leute, es hat geknallt. Da hinten hat man ziemlich viel Kraft, die Forelle. Die hat hier eine Krankheit oder was es ist. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was das sein könnte hier. Beide Seiten hat sie irgendwas behaut. So. Können wir releasen, oder? Ja, lass uns mal. Für die Forelle meine heute jetzt. Jo. Fällt schon direkt gegen die Strömung. Einwandfrei. Also, Petri. Petri, dank. Hey Leute. Schaut euch mal bitte das Panorama hier an. Hier haben wir geschossen als Warnschwein. Vielleicht, ja, der Berg hier ist noch vielleicht 1 Kilometer Luftlinie entfernt. Dann, ja, schau ich mal, ja, das war nicht so toll. Ich würde da nicht so mit, ziemlich bedeckt und so weiter. Und weiß nicht, das letzte Mal, wo wir dran waren, waren auch die Fangquoten ein bisschen mehr. Ich habe bis jetzt 4 Fische gefangen, aber viele sind abgegangen, von den Füßen intakt meistens. Ja, aber allein hier der Panorama hier schon Besuch wert. Schauen wir mal, dass wir noch was an den Fisch bringen. Ja, aber also, bis später.
Walig an der Forelli. Mal schauen, ob ein bisschen geladen und gehotspot gerade. Aha. Ja. Fisch, ja. Oder? Ja, Fisch. Fisch, sauber. Einmal frei. Mach nicht so viel Druck, du wein runter. Ich guck mal entgegen, weißt? Ja. Oh, schöner Fisch. Warte, ich hol's mit dem Kescher. Einmal, oh, das ist ein schöner. Jawohl. Super. Einwandfrei. Einwandfrei. Eine richtig schöne Forelle, ja? Ja. Hammer. Weiß ich nicht mehr. So. So, servus Leute. Deines Zwischenzitat. Wir haben bis jetzt 5 Forellen gefangen. Davon ich 3, er 2. Ja, eigentlich bis jetzt alle ganz gut. Bloß läuft heute ein bisschen schwieriger wie letztes Mal. Letztes Mal ging es eigentlich... Das liegt, glaube ich, am Wetter. Ging es ziemlich besser, also... Kein Vergleich gegen heute, aber ja, gut, beschweren können wir uns nicht. Wir haben beschweren jetzt, können wir uns nicht. Gefangen bis jetzt. Ja, wir haben jetzt Mittagszeit. Wir machen jetzt auch Mittag, also essen wir Kleinigkeit. Wir laufen jetzt zum Auto vor, essen was und dann nach einer kleinen Pause, nach einer Stärkung geht's dann weiter. Jawohl. Und wir berichten dann. So, servus Leute. Das war's bei unserem Angeltag. Fazit, 5 Forellen, bestimmt gefühlte 10 verloren. Ja, heute waren sie sehr, sehr vorsichtig. Naja, also, Nachläufer bis vor die Füße. Denkt, hat viel mit dem Wetter zu tun. Ja, und aber war trotzdem war gut. Super Angeltag, sehr schön, die Gegend. Hier unsere, die Niki da hinten, ist auch dabei. Ja. Unsere Glückskuh. Ja. Und also das ist hier immer wieder wert herzukommen. Immer wieder, und selbst wenn man gar nichts fängt, ist es trotzdem immer mal eine Reise wert, wenn man das so sieht. Also Jungs, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr... Könnt ihr liken oder abonnieren. Genau. Wir würden uns freuen. Am besten beides. Und Niki, sei ruhig jetzt. Hey Niki, gib Ruhe. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Alter, macht es gut. Macht's gut, ciao.